Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Steffi 4, wo wir schon wieder was verändern. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Da fällt mir ein, wir hatten jetzt schon die Folge 1400, Alter, und ich habe es nicht mal bemerkt gehabt. Jetzt müssten wir bei 1402 sein. Im Nachhinein hätte ich, glaube ich, auch viele Sachen einfach gar nicht aufgenommen, zum Beispiel diesen Nether-Kram, wenn man einfach nur ein Netherrack abbaut, das war jetzt nicht so doll. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das letztendlich waren. Wenn man was baut und umbaut, finde ich es eigentlich okay, wenn man es aufnimmt. Die Tunnelgraberei hätte ich vielleicht auch nicht so krass aufnehmen müssen. Auch das Ausheben der Arenen quasi nicht. Vielleicht immer nur mal so zwischendurch, damit man A, die Veränderung sieht und B, damit es nicht einfach so gleich plötzlich da ist. Ihr habt die Arena fertig. So, kann ich das jetzt schon komplett... Oh! Das war aber riskant. Okay. Zweiter Dachboden. Check. So, wo komme ich nicht hoch? Hier komme ich hoch. Vielleicht baue ich hier sogar Klappen ein. Ich weiß nicht, warum ich die Knöpfe so dämlich gesetzt habe. Achso, jetzt da. Ab in die letzte Bude. Das bietet sich doch hier viel mehr an, ey. Aber gut. Achso. Wollt ihr schon hochklettern? Thank you.
bin froh, dass die ganzen Sachen nicht einfach runterfallen, wenn man den die Halterung nimmt. Das wäre ärgerlich. Ich glaube, dann würde man auch gar nicht mehr so viel umbauen letztendlich. So. Dann haben wir die Dachböden. Da hat sich noch ein Block versteckt. Jetzt haben wir die Dachböden komplett fertig. Jo, sehr gut. Hä? Was für ein Monster? Oh, leck mich doch. Muss ja was auf dem Dach sein, oder? Nehmen wir mal das nächste Bett. Schnell rein. Oh yeah. Zack. Toll. So, Schlafmodus einleiten. Jetzt müssen wir erstmal wieder was auspacken. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch auf Anhieb jetzt sagen können, jo, da kommt Holz rein. Enderperlen haben wir aber doch nicht so viel eigentlich, wie ich dachte. Die ganze rote Wolle, pff, keine Ahnung, wohin damit, ey. Zack. Ach ja, apropos Wolle, das machen wir auch gleich wieder. Haben wir diesmal alles gekriegt? Wahnsinn. Mir vorstellen, in diesem kleinen Ding könnten wir noch Holz setzen, im Knast eventuell, aber macht's da Sinn? Ich weiß es nicht. Aber ich bin echt froh, dass ich diesen kleinen Weg hier noch angelegt habe. Und hier würden sich vielleicht auch dann rote Bänke eher besser machen, oder? Jetzt haben wir hier komplett rot gemacht alles. Dann können wir eigentlich auch rotes Holz setzen. Ich hoffe bloß, obwohl der Abstand zur Lava müsste eigentlich groß genug sein. Wundert mich, dass ich hier kein Granit gesetzt habe. Oh, das hätte ich mir auch sparen können. Na gut. So, hier macht es glaube ich überhaupt keinen Sinn. Hier ist ja die Lava drunter, also da kann ich es eh vergessen. Die Zwischendecke, aber hier wäre schon wieder doof. Und ich weiß nicht, ob das aussieht, wenn ich da plötzlich wieder mittendrin Holz habe. Aber zur Erinnerung werde ich mal einfach hier
die mitten mit herausnehmen, damit ich weiß, ah, da wolltest du noch was machen. So, gucken wir mal zum Tempel weiter. Hier würde es zumindest... Nee, würde auch... Hier hätte ich auch Angst, dass mir das Holz wegfackelt mit der ganzen Lava. Das können wir vergessen. Hier wäre es mir auch zu heiß. Hier könnte man das Dach zumindest wieder so machen. Und theoretisch auch den Fußboden, weil den sieht man ja von oben überhaupt nicht. Das wäre noch eine Idee. Ja. Erstmal gucken. Ach so, ich brauche das, den Zaun wahrscheinlich sofort. Ja, ich komme da rein. Wenn ich da reinkomme, kommen die doch wieder raus. Doof. Und das kann ich ja wegnehmen, wenn da... Ich hätte die äußeren Schafe vielleicht beide nehmen sollen, aber egal. Da. Also im Hotel würde ich es auf jeden Fall noch verlegen wollen. Hier würde es auch noch passen. Theoretisch. Wobei das sich da wieder mit dem Rot hier greift. Außer ich mache hier vielleicht eine Tür zwischen. Aber da kann ich keinen Knopf setzen oder so. Müsste ich mit Druckplatten arbeiten. Was eigentlich nicht weiter wild wäre. Gut. Den Hafen könnten wir noch komplett aus Holz machen. Da wird die Spitzhacke aber nicht reichen. Da kommt zwar die Wolle auch wieder raus, aber ist eigentlich nicht weiter wild. Zack. Zack. Hier wird nochmal ein Abstecher zu den Schafis. Das hört sich irgendwie falsch an, ein Abstecher. Das ist doch bestimmt auch irgendeine Redewendung, die auf irgendwas zurückzuführen ist, oder? Kurzen Abstecher machen. Aus der Mordszene. Hm. Da, ich wusste doch, dass ich da einen Block gesehen habe. 20 macht 40 Wolle. Oder waren das immer 3?
Ist auch egal. Wird auf jeden Fall noch nicht reichen. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Session darum, dass wir hier einen Holzboden setzen. Spitze bedanke mich. Bis dann.